begrüße Sie, meine Damen und Herren, herzlich zur 58. Sendung von der Capo. Besonders herzlich begrüße ich aber Reri Grist, die heute Abend bei uns ist. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Frau Grist, in New York City geboren, vertraut mit den Herrlichkeiten der Großstadt, aber auch mit der Armut und den Slums. Oh ja. Nicht wahr? Oh ja. Und schon als Kind, stimmt das, haben Sie am Broadway gesungen und getanzt? Habe ich. Ja. Hab gespielt. Gespielt. Schauspiel. Und getanzt, gesungen. Und dann haben Sie mal einmal eine Freundin zu Ihrer Gesangslehrerin begleitet. Wie war denn das? Ja, ich war in der Ausbildung als Tänzerin. Ja. Und in einer Tanzstunde bin ich ganz falsch hinuntergelandet auf dem Boden, habe meine Ferse gebrochen und ging mit einer Freundin von mir zur Gesangsstunde. Und die Lehrerin hat meine Sprechstimme gehört und hat mich gebeten zu singen. Und ganz frech, wie ich war, bin ich einfach los. Ist das die Lehrerin, stimmt das? Ja, das ist die Lehrerin. Ja, die Bild haben wir gefunden. Ja, und dann haben Sie gesungen dort. Und sie hat gesagt, ich glaube, es lohnt sich, ihre Stimme auszubilden. Und ich war ein Jahr bei ihr, ohne was zu bezahlen, weil ich hatte kein Geld. Ja. Und war fasziniert vom das Singen und bin weitergegangen. Als ich nicht mehr zahlen konnte, ja, ist es ausgefallen und bis dahin war der Bein in Ordnung, tanzte weiter. Und ein Jahr zu dem Tag, als ich aufgehört habe, hat sie meine Eltern angerufen und hat gesagt, bitte, ich möchte sie weiter unterrichten. Wunderbar. Aber Sie waren dann auch noch auf der High School of Music and Arts, nicht? Ja, weil ich war ein Theaterkind, nicht? Ja, aber nicht nur, Sie haben einen Bachelor of Arts, haben Sie. Ja, ist vom Queen's College. Na, natürlich, als Afroamerikaner hat mein Vater gesagt, wir müssen mit unserem Gehirn umgehen, ja, nicht? Und wir müssen was lernen. Und ich habe studiert, Lehrer zu sein, in den Schulen. Ja. Aber das habe ich nicht wirklich geschafft. Als ich bei der Prüfung war, beim Klavierspielen, hat der Direktor gesagt, bitte versuch nicht Lehrerin zu sein, sing mal, sing mal. Ja, aber vorher haben Sie etwas getan, was ich sehr gerne erwähne. Sie waren Sozialarbeiterin. Ja. Und Sie haben als Verkäuferin gearbeitet. Ja, wir mussten arbeiten, dass wir überhaupt durch die Schule kamen. Ja. Und ich habe Verschiedenes in das große Warenhaus Macy's in New York, der große Macy's, in verschiedenen Abteilungen verkauft. Platten und Bettwäsche und so weiter. Und habe ich auch als Sozialarbeiterin in Harlem gearbeitet. Obwohl Sie schon einige Wettbewerbe gewonnen hatten, haben Sie gearbeitet. Das war bevor. Das war bevor. Das war nachher. Nachher. Aber ich habe gearbeitet, es hat mich sehr interessiert. Ja. Und das war ein Job, das ich bekommen konnte. Ich habe sehr viel davon gelernt, bereue es überhaupt nicht. Würden Sie das unseren jungen Sängern heute auch empfehlen, so etwas mal zu machen? Ich würde unsere jungen Sängern, überhaupt junge Leute in unserer Gesellschaft, unsere sehr hochtechnisierte Gesellschaft, ja, unsere eigentlich reiche Gesellschaft, wirklich unter den Menschen zu gehen, vielleicht sogar in sogenannte Drittländer, ja, und wirklich mit dem Großteil dieser Welt Kontakt aufzunehmen. Wir sind wahnsinnig verwöhnt. Ja, wir sind verwöhnt. Wir sind furchtbar verwöhnt. Und es ist nicht, dass die jungen Leute nicht arbeiten. Die arbeiten wohl. Aber das Gefühl, von was Armut ist, von was wir brauchen, durch das Leben wirklich zu kommen, viele kennen das nicht. Weil Wasser, wir gehen mit Wasser um, als ob es nichts ist. Nicht? Mit Brot, mit Getreide, mit Essen. Wir kriegen zu jeder Zeit eine Pfirsich oder eine Ananas. Wir drehen den Wasserhahn auf, ja, und es fließt. Aber gehe ein bisschen hinein, wo man zu einer großen, wie sagt man, eine Quelle gehen ja, muss und das tragen auf den Rücken und so weiter. Nicht? Ich freue mich, dass wir so ernst in unsere Sendung einsteigen und nicht nur so gleich vom Singen. Aber ich muss auf die Sängerin kommen, denn 1957, das war doch ein ganz bedeutendes Jahr, nicht? Denn da das haben Sie gesungen, was war das? West Side Story, die Uraufführung Consuela haben Sie gesungen. Ja. Wir haben natürlich keine Aufzeichnung mehr davon, aber wir haben eine Tonaufnahme etwas davon. Ja. Ich möchte auch gerne mal hören, Sie als Consuela. Und mit Bildern vom jungen und vom etwas älteren Bernstein sehen wir. Bitte, ja, fahrt doch mal ab.
there is a place for us. Und wissen Sie, Herr Everding, das ist gar nicht so weit entfernt, diese Thema von West Side Story, von was ich vorher gesagt habe. Weil es handelte sich wirklich um zwei Gangs von junger, arme Leute. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, insofern, dass von Anfang an wir wurden immer zusammengehalten als eine Gruppe. Und als wir mit dem Show Off-Broadway reisten, wurden wir von Gangs bedroht. Als Gruppen. Nicht? Haben Sie denn damals schon geahnt, was für ein Welterfolg das werden Überhaupt würde? Überhaupt nicht. Nicht? Überhaupt nicht. Aber bei der Generalprobe, wo nur Theaterleute eingeladen wurden, haben wir irgendwas, wir haben schon gespürt, dass wir etwas ganz Besonderes hier hatten. Schön. Weil am Schluss war absolut Stille. Und lange Zeit war absolut. Und wir standen auf der Bühne verloren. Und Bernstein stand auch, Jerome Robbins, es war eine Leere. Und dann plötzlich brach es auch in eine große Wuh. Es war eine ganz besondere Sache. Dann kam City Center Opera, die Michaela, dann nach Santa Fe und dann ging es nach Europa. Was war Köln, glaube ich, zuerst, nicht? Köln? Ja, Köln war das. Königin der Nacht. Ja, oh, das war gut, ja. Und Züricher Oper kam, mein Gott, dann ganz Europa. Und dann in Wien, ich vergesse nie, 68 in Wien, war Rosenkavalier mit Bernstein, stimmt das? Ja, nach West Side Story habe ich mit New York Philharmonic gesungen. Ja. Mit Bernstein. Mit Bernstein. Vierter Maler. Und dazwischen habe ich ihn gesehen, weil ich kannte ihn und... Dann kam viel, viel später Rosenkavalier. Ja. In sechste Monate Schwangerschaft. Gut. Es war sehr gut. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, bei einer Orchesterprobe brach er die Probe ab und kam zu mir in Garderobe und hat gesagt, Martin Luther King ist eben erschossen worden. Ja. Und wir saßen zusammen und hielten Hände und waren ruhig. Er war eine tolle Person. Ja. Absolut, so wahnsinnig begabt in so viele Fächern, aber menschlich erreichbar. Haben Sie die Biografie gelesen, die jetzt rausgekommen ist? Nein. Besser nicht, ja. Wirklich? Wenn Sie ihn so in Erinnerung haben, ja. Dann kam der Rosenkavalier nochmal in Wien mit der Christa Ludwig, ach, es war ein Weg. Großartig. Dann gingen Sie aber auch nach München, nicht zu vergessen, 1970 in die Bayerische Staatsoper. Ja. Wieso kann ich das vergessen? Überhaupt nicht. Ich auch nicht, da haben wir auch mal die Entführung, glaube ich, haben zusammen gemacht. Jawohl. Und mit der, wie war das, das war die Rosina, haben Sie gesungen, in einer ganz spektakulären, sehen Sie mal das Bild, Aufregung, Skandal war da. Das war die Ruth Berghaus-Inszenierung. Ruth Berghaus hat gemacht. Es war für mich großartig. Ich habe Barbier an der Met gesungen und San Francisco und so weiter und Wien und so weiter. Aber das war ganz besonders. Solche eine Inszenierung habe ich vorher nie gemacht. Nein. Und als ich meinen Auftritt machte, aus der linken Brust heraus. Der Busen heraus, öffnete sich und Reri war zu sehen. Und das gab ein Buhgeschrei. Ja, ja. Ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Und ich war hoch. Mit der Versenkung. Und ich zitterte. Und es hat gedauert einige Vorstellungen, bevor ich wieder zu mir kam. Ja. Nicht? Aber es war ein Riesenerfolg. Wie es lernen Sie Rollen? Partitur oder hören Sie CDs? Und Nein. Ich nehme die Partitur. Ja. Und lese es durch wie ein Schauspiel. Ja. Weil der Komponist hat zu Worte komponiert. Es gibt ein Thema, ein Drama, nicht? Prima la musica, dopo la parole. In dem Sinn, prima le parole, dopo la musica. Gut. Ja. Aber wir spielen Charaktere. Wir singen nur ha-ha-ha. Ich glaube überhaupt nicht an dieses Stehen und Singen. Außerdem, man meint es konzertant. Richtig. Ich spiele ein lebendiger Person. Über die Schauspielerin kommen wir gleich dazu sprechen. Bitte. Denn 64, da war doch die erste Zerbinetta in Salzburg. Ja. Die hören ja wir uns einmal an, denn das war Super. Doch der Durchbruch, brauchten Sie nicht mehr. Das war doch der Zerbinetta, wurde doch Ihre Rolle. Kann man sagen. Ich lerne erst das Text und von allen in der Oper. Ja. Dann kommt die Musik. Als ein Gott kam, jeder gegangen. Das hören wir uns jetzt an. Und so waren sie alle. Ja.
Das war Karl Böhm mit den Wiener Philharmonikern. Renat hat es inszeniert. Ja, das war Salzburger, aber das war wunderbar. Ja. Zerbinetta, eine Rolle, die ich immer, immer gerne gesungen habe. Viele haben Angst von dieser Rolle. Richtig. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut. Die leichteren Rollen, davon hatte ich ein bisschen Angst hier und dann. Aber nicht die Zerbinetta. Sie ist eine lebendige Theatermensch. Richtig. Sie haben auch mal gesagt, ich liebe Rollen, in denen man nicht nur singen, in denen man spielen kann. Absolut. Und das ist schön. Und sie ist auch ein etwas tänzerisch, nicht? Ja, aber sie hat nicht dieses skizzierte Puppenhafte, was nein, so manche immer gesehen haben. Nein, eine echte, lebendige Person. Eine energische Person waren sie. So ist es. Was ist denn diese große Arie? Steht man sich da hin und singt das nur? Oder ist da nein, man muss sie schon ein bisschen spielen. Ja? Und in diesem kleinen Auszug haben wir nicht das ganze Spiel sehen können. Nicht? Nein, nein. Aber sie spricht von verschiedenen Männern, ihre Gefühle für denen. Und wie man mit Männern umgehen soll und so weiter. Ja, das sehr raffiniert, alles, sagt sie ja, das, ja, absolut. Und Sie haben ja nicht nur eine schöne Mozart-Stimme, sondern Sie sind ja auch eine Schauspielerin, was mich besonders gereizt hat immer, Ihnen zuzuhören, Dankeschön. Zuzuschauen. Dankeschön. Übrigens, das ist später, wir werden die Rosenarie noch hören. Da ja. ist mir immer aufgefallen, die Innigkeit dieser Rolle, die Sie gezeigt haben, ja. neben diesem verspielten anderen. Und ja. diese Kombination, die hat mir immer... Aber das ist ein Person. Sie haben, wir eben sind schon, nicht ja, nur nein, nein. Sie haben eben schon gesagt, Ihr Verhältnis zum Wort in Oper und Lied. Ja. Und man muss, Sie haben mal gesagt, stimmt das, man muss eigentlich alles singen können wie Mozart. Kann man in dramatische Rollen wie Mozart singen? Wie kann ich sagen, man soll Mozart singen können. Ja. Aber natürlich singt man Verdi nicht wie Mozart. Nein. Oder Wagner wie Mozart. Klar. Auch nicht meine kleine
große war eine Rolle Waldvogel, nicht? Stimmt. Fürs Lied sagten Sie, haben Sie immer etwas zu wenig Zeit gehabt. Haben aber Zeit. Wirklich schöne, unbekannte Lieder von Donizetti, von Milo, von Bernstein gesungen. Ja? Wir haben kein Lied gefunden im großen Repertoire, aber wir haben statt eines Liedes einen Liedersatz, nämlich einen Ausschnitt aus der Gesangsstunde in der Regimentstochter, Zweitag, Donizetti. Ja, ja. Und die Irmgard Siegfried als Marchesa. Ist bitte? So bedeutend. Diese Unterrichtsstunde möchten wir doch ganz gerne sehen. Ein Teil davon. Bitte. Un, deux, trois, quatre. Einmal war. O rei, ein tal soggiorno almeno, sull'orne amiche del suo, ideal. Ratta-pla, 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 das ist das Lied. Leopold Hager hat das Münchner Rundfunkorchester dirigiert und der Czerwinka, herrlich zu sehen. Und die große Siegfried. Ja. Eine meiner wunderschönsten Kollegen. Aber schönste waren ihre Blicke zu dir. Die ja. Blicke von ihnen zu ihr. Aber das war ein bisschen weit weg von Lied. Nee. Ja, das war ganz schön gesungen, sehr schön Dankeschön. Gesungen. Aber da gibt es vorher eine Tanzszene. Die möchte ich eigentlich sehen, wie sie da tanzen im Tanzunterricht. Lass uns doch bitte die Tanzszene vorweg einmal sehen. Bitte. Auf eine Harfe, jeder Schritt eine Wohlklang. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Promenade. Brust heraus. Non, non, leggero. Locker, locker, locker. Comme ça, comme ça. Oh. Und jetzt Begrüßung, die Herzogin. Na, mein Kind, hier. Begrüßung. No, no, eine Hofkriegs. Das Bein umschlägt die Harfe. Komm, sag. Naja, Komikerin auch noch, das habe ich gern. Ja. Eine fast dumme Reporterfrage, aber welcher Komponist liegt Ihnen so ganz besonders am Herzen? Sie haben so viel Strauß, welcher Komponist war denn so ganz? Das ist mir schwer zu sagen. Ja. Ich meine, als ich Regimentstochter gesungen habe oder L'Elysée d'Amore war es dann Donizetti. Mozart, alles von Mozart, was ich singen konnte. Ich habe nie genug Bach gesungen. Nicht. Haben Sie denn auch Lacme gern gesungen in Bordeaux? Ah, ja, habe ich es gern gesungen, besonders mit dem Bein im Gips. Ja. Und ich fing an, hinunterzugehen im Sterben, früher, als ich die
Gift genommen habe. Nicht? Ja. Sonst hätte ich es nicht geschafft bis zum unten auf dem Boden. Wie war es denn mit den modernen Komponisten? War da was? Sehr gerne, ja. Ich habe von Nono ein Stück gesungen mit Michael Gielen und ich habe zuletzt ein Stück von Morten Feldman, Amerikaner. Neither. Right. In Amsterdam mit der wunderbaren jungen Regisseur. Ja. Ah ja, Pierre Audi, das war ein wunderschönes Erlebnis, also ein sehr schweres Stück, eine One-Woman-Opera. Right. Und Sie haben mit Stravinsky selbst probiert, die Nachtigall? Ach ja. Ja. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen? Ja. Ich war in Santa Fe, meine erste Oper, Entführung. Ja. Und auf der Bühne und da saß ein Mann unten im Zuschauerraum und hat uns angestarrt und hat mich wahnsinnig irritiert und ich habe gesagt, wenn er nicht aufhört, mich anzuschauen, dann singe ich nicht weiter. Ja. Nicht? Und der Regisseur sagte, lass ihn ruhig schauen, es ist Stravinsky. Nachher beim Feier haben wir uns kennengelernt und gesagt, ich möchte die Nachtigall mit Ihnen machen. Natürlich, es ging so und dann aus dem anderen Ohr. Aber ein Jahr später ungefähr hat er doch mich geholt und ich habe es vielleicht dreimal mit ihm gesungen. Frau Grist, mit so vielen Dirigenten haben Sie gearbeitet, mit Mehta, mit Böhm, mit Pritchard, mit Zawalisch, mit Segerstam, mit Karajan Zauberflöte gemacht und immer wieder Cosi mit Böhm und Rennert. Mit welchem haben Sie denn nicht gern gearbeitet? Darf ich das fragen? Ach, ich kann nur sagen, ich konnte nicht gut arbeiten mit einem Dirigent, der nicht versteht, wie ein Sänger atmet. Ja. Und es gibt leider einige, und sogar viele, die das nicht verstehen, was es heißt für jemand zu atmen, die Luft einzunehmen und was wir brauchen, dass wir ruhig wieder eine Phrase anfangen können. Ein besonderer Dirigent kann ich leider nicht sagen, aber es war interessante Momente in der Karriere wohl. Ich glaube, ja, und viel wollen Sie auch nicht, alles wollen Sie auch nicht sagen, wie ich Sie kenne. Klemperer, ich muss Ihnen sagen, kurz bei der Platte von Figaros Hochzeit, er fing De Vieni sehr, sehr langsam, sehr langsam an und ich unterbrach und sagte, Herr Professor, ich kann so langsam, meine Stimme kann dieses langsame Tempo nicht durchhalten. Und er sagte, aber ich kann nicht schneller, lieber machen. Nicht? Und das ging so. Und das ist, was wir hören auf dieser Platte. Ja, wir werden sie noch diese hören. Diese sehr lange Tempo. Die kommt heute Abend noch, Tempo. Ja. Mhm. Aber schön im Timing fand ich, als Sie die Olympia gesungen haben. Nun gut, ist das exakt im Measuring und so weiter. Ja. Aber ich möchte Sie doch ganz gerne Ihnen und uns vorführen. Hoffmanns Erzählungen, der Leopold Hager dirigiert das Münchner Rundfunkorchester. Regie hat Axel Corti, erinnern Sie sich. Und da möchte ich noch Les Oiseaux dans le Charmille. Ja. S'il vous plaît. Les oiseaux
Das war mit Axel Corti als Regisseur. Das berechtigt mich zu der Frage, die mich besonders interessiert. Ihr Verhältnis so zu den Regisseuren, wie war es denn so? Haben Sie sich was sagen lassen? Aber selbstverständlich. Ja. Ich kann wirklich nicht gut arbeiten mit Regisseuren, die ohne ein Konzept kommen. Ja. Mir ist lieber, dass ich muss es haben, dass jemand mit einem Konzept kommt und wir sprechen und wir arbeiten zusammen in diesem Konzept. Das ging sehr gut bei vielen Regisseuren. Schön, dass Sie das sagen. Ein Regisseur hört das gerne. Und vor allem hört er gerne, was Sie über Strehler gesagt haben. Mit dem haben Sie doch auch die Entführung gemacht. Ja. Da haben Sie einmal gesagt, die meisten Regisseure fangen bei 50% an und wollen 100% erreichen. Sehr schön. Strehler, haben Sie gesagt, der fing bei 100% an und wollte 350% erreichen. Ja, also, hat das denn erreicht? Absolut. Er hat noch mehr als dann sein 300% erreicht. Ja? Aber was ich damit meinte, viele Regisseure verstehen die Musik nicht. Ja. Sie haben vielleicht eine Idee von, was sie visuell zeigen wollen. Ja. Aber es geht um Musik in Oper. Ja? Und Strehler, Sie und Dr. Rennert, sagen wir, verstehen, was Musik heißt. Ja. Nicht, was es bedeutet, eine Linie aufzubauen, wo eine Sänger oder Sängerinnen etwas machen kann. Richtig. Mit dem Körper und ja. Wo nicht. Ich kenne aber auch Regisseure, die nur die Musik kennen und nicht wissen, was das Wort bedeutet. Das stimmt auch. Nicht wahr? Vor allem, wenn man die Sprache nicht richtig spricht. Auch das soll es geben. Ja. Reden wir nicht davon. Und ich meine, das ist doch wohl die Definition von Oper, wo Text und Musik so amalgamiert zusammen ist, dass man es nicht mehr trennen kann. Nicht? Ja, das ist doch so wohl ist es. Definition einer Oper. Ja, so ist es. Übrigens, wissen Sie, was ich mir habe vorführen lassen vor kurzem? Sie haben gespielt, nicht in der Oper und nicht im Tatort sind Sie aufgetreten. Ja. Das war ein Spaß. Ich, naja, aber das war schön. Ja. Wie hieß das? Die Gesangslehrerin Karin Priest haben Sie gespielt. Das war lustig. Das war immer ein Wunsch von mir, die Leiche in einem Tatort zu spielen. Sehr Tatort, sehr gerne. Ja. Und einmal als Statist auf der Burgtheaterbühne zu stehen. Aha. Nicht? Ist das ich habe großen Respekt für Burgtheater-Schauspieler, wie sie sprechen, wie sie das deutsche Wort aussprechen. Ja. Habe ich sehr gern. Mhm. Und als ich am Anfang hier in Europa war, ging ich sehr oft im Burgtheater, obwohl ich Deutsch nicht sprach. Nein. Nicht, aber wie es klang, hat mir so gut gefallen. Mein Lehrer Fritz Korter, der hat das immer parodiert, hat gesagt, am Burgtheater, da spricht man nicht, da singt man wie Barden. Ja, das ist, ja aber so. Auch das war. Ihr Verhältnis zum Intendanten, Sie haben doch angefangen bei dem legendären Graf in Zürich. Ja, er hat mich in New York gehört und hat mich eingeladen nach Zürich. Und weil die Stadt mir gefallen hat, wissen Sie, ich war den Jahr vorher, habe ich in meinem Wohnwagen gewohnt und bin überall in Europa gereist. Ja. Und die Stadt Zürich hat mich gefallen, hat mir gefallen. Und so, ich habe gesagt, Zürich, ja, da komme ich für ein Jahr oder so. Gut. Ich habe eine neugierige Frage. Warum haben Sie so schnell die Königin der Nacht abgegeben? Habe ich nie verstanden. Ich sang es gerne, aber ich habe gemeint, die Königin der Nacht verlangt eine vollere, größere Stimme. Mhm. Und ich habe mich immer als Minnie Maus gehört, als Königin der Nacht. Obwohl ich jetzt eine Studentin habe, die es sehr erfolgreich singt, mit dem sie es gearbeitet haben in Berlin. Jawohl. Die Laura Aiken. In der Waldbühne. Und ihre Stimme, und ihre Stimme ist nicht groß und völlig, aber sie singt es sehr gut. Aber für mich war es, irgendwie habe ich gehört, siehst du hier diesen Stahl, er ist für das Raster geschliffen. Ich fand das sehr komisch. Ja. Und aus dem Grund habe ich es hingelegt. Ich habe, wenn eine Rolle mich nicht mehr interessiert hat, habe ich es hingelegt. Ja. Nicht. Wie viele ungefähr Partien im Jahr haben Sie denn so gesungen? Was kann eine Stimme, was hält die aus? Es kommt darauf an, Nummer eins, wie gute Technik man hat. Ja. Wie gesund man ist körperlich. Mhm. Ich habe selber, und ich war und bin noch gesund, und singe von Tag bis Abend, wenn ich unterrichte. Ob es Koloratur oder Bass ist. Und meine Stimme hält sich gut durch. Mhm. Aber wie lange es hält, kann man nicht sagen. Nein, kann man nicht sagen. Aber so 50, 60 Aufführungen haben Sie im Jahr gesungen. Nicht? Ich habe nicht mehr. Ich wollte nicht mehr als 50 singen. 50 Wissen Sie, was ist, für mich war es mehr nicht nur das Singen. Es gibt anderes im Leben, was auch wichtig ist.
Jetzt werden Sie nicht gleich ganz ernst wieder, wie schon am Anfang. Das ist auch wichtig. Aber die temperamentvolle Aber ich bin eine ganz ernste Person, nicht? Weil die Welt ist gar nicht schön. Ich will da auch nicht drüber wegreden jetzt. Aber ich muss doch auf die Sängerin heute Bitte. Abend kommen. Okay. Und die temperamentvolle, die rasende Reri Grist, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die gibt es aber, nee, wissen Sie, nicht. In der schweigsamen Frau. Da ist eine Szene mit dem Moroso, das ist der Moll. Ja. Und der Sawallisch dirigiert die Bayerische Staatsoperorchester. Jawohl. Und da sehen wir jetzt die schweigsame Frau, sie als Aminta. Ist Herr Morosus nicht gedacht, eine so temperamentvolle Frau zu kriegen. Hatte Walter Berry auch nicht gedacht, als wir Figaro, als er Figaro sang. Und es gibt einen Moment, wo die Susanne Figaro einen Schlag geben muss, nicht? Und ich war so drin in der Partie, ich habe ihn wirklich hingehauen. Und der arme Mann konnte nicht mehr hören. Das tat mir so leid. Aber ich war Susanne in dem Moment. Schön, nicht so schön. Doch, nein, wenn man nicht aber nur von die Rolle Temperament, spielt, sondern sie ist. Na, es ist, man muss sagen. Aber eins würde ich gerne wissen, wenn Sie dann so auf die Bühne kommen, vielen Sängern und Schauspielern ist das egal, in welchem Bühnenbild Sie spielen. Oh nein. Ihnen war das nie egal, nicht? Das war mir nie egal. Es muss stimmen und mein Charakter muss in diesem Bühnenbild auch stimmen. Und das Kostüm? Sehr wichtig. Man bewegt sich. Ich sage, junge Leute, bitte mach deine Bühnenproben in Schuhe, die du... Oder ähnliche Schuhe, die du in die Rolle tragen wirst. Nicht in diese Reeboks oder Tennisschuhe, weil man geht anders. Richtig. Und wenn Sie eine Rolle spielen als Frau in einem Kleid, bitte zieh einen Unterrock an wenigstens, weil man geht anders in Jeans oder in eine Turtleneck-Sweater. Nicht? Ja. Man fühlt sich anders an. Es war mir sehr wichtig, dass Farbe stimmt. Ich freue mich, dass Sie das gerade sagen, denn ich bekomme sehr viele Anrufe und Briefe von jungen Leuten, die unsere Sendung sehen, die ganz gerne was lernen wollen oder auch nicht lernen wollen. Ja. Aber wenn Sie sowas sagen, das ist für uns sehr schön. Denn auch das Publikum hat ein Recht, mitzureden und zu urteilen. Wie hatten Sie denn ein Verhältnis zum Publikum? Waren die nett zu Ihnen, das Publikum? Ich glaube, das Publikum war für mich wunderbar. Ja. Wirklich wunderbar. Ich habe meine Rollen gespielt. Ich habe nicht versucht, das Publikum, wie sagt man, zu melken. Ja? Ja. Sagt man das? Ja, das kann man sagen. Und die waren im Großen und Ganzen mit mir. Ich erinnere mich einmal an der Ende der Zerbinette-Aria. Ich musste wegspringen in ein Jeté, habe ich gemacht, und kam wieder raus und musste so wieder rein und fiel, ups, direkt auf meine Hinten. Ja. Publikum machte, und ich mache, so geht's. Und dann gab nicht Applaus, nur ein Gefühl von, das Aber das geht. Müssen Sie mir jetzt noch beantworten. Nach der Zerbinette-Arie, ich habe das ja selbst oft erlebt, Sie haben minutenlang haben die ja getobt. Ja, was machen Sie denn da? Haben Sie mit dem Rücken zum Publikum gestanden? Was haben Sie gedacht? Oder sind Sie abgegangen oder sind Sie wieder? Es hat mit der Inszenierung zu tun gehabt. Ja. In München oder Salzburg musste ich meinen Rücken zum Publikum haben. Ja. An der Piccolo Scala, wo ich es auf Italienisch gesungen habe. Und das war sehr komisch. Ja. O bella Principessa ist ganz anders als großmächtige Prinzessin. Ist ein Singen Sie das mal, intonieren Sie das noch mal so eben. Komm, Sie oft gesungen. Aber Italienisch. O bella Principessa. So was. Und Deutsch? Großmächtige Prinzessin. Das Mächtige ist schön. Ja, Prinzessin. Das klingt, es ist ganz anders, es ist bissig, nicht? Ja, finde ich auch. Tja, so geht das alles nicht. Es ist ein bisschen anders.
Frau Grist, Sie haben mich gefragt, ob ich denn nicht Ihren Oscar, Ihre einzige Hosenrolle, Maskenballer, für die nicht haben. Wir haben sie. Aus London, Covent Garden, Cappuccini singt mit Ihnen und Claudia Abbado dirigiert. Inszeniert hat, glaube ich, Otto Schenk und die wunderbaren Kostüme sind von Jürgen Rose. Maskenball. Via calmati, almen dirmi del suo costume puoi. Saper vorreste di chi si veste quando le posa mi vuol nascosa o stare la sa ma noi Haben Sie Vorbilder gehabt? Sänger, Sängerinnen, denen Sie sagten, das ist ein Vorbild? Eigentlich wenig, weil ich hatte kein Geld, in die Oper zu gehen. Ja. Ich habe Platten nicht gehört, weil ich hatte kein Geld, Platten zu kaufen. Ich komme nicht von einer Tradition von Oper, ja. Nicht? Mhm. Ich komme von der Partitur, schön, und von der Bühne. Mhm. Und ich wollte sagen, zum Oscar, es war wunderbar, dieses zu singen, besonders in dieser Inszenierung von Covent Garden, weil es war italienisch, nicht? Wir haben hier gezeigt viel von eigentlich das deutsche Raum. Ja. Aber meistens habe ich mein italienisches Fach in USA gesungen. Ach. Oder in London, ja, oder gesungen. Nicht? Ja, ich, ja, meine Gilda oder L'Elisée d'Amore. Ja. Rossini habe ich schon. Und die, nee, Italiener lieben, auch in Chicago habe ich erlebt, die lieben ja die Italiener. Das ist ja fast ein italienisches Publikum, nicht? Fast. Sehr fast. Fast, fast. Aber mit, ja, Kollegen sind Sie doch gut ausgekommen. Sie haben mal gesagt, mit Fischer Dieskau so gern gearbeitet. Ich habe mit einigen wirklich großen Leuten. Und Prey, da sehen wir Sie im Bild, Ihre Kollegen. Ach ja. Und dann als Wegweiser hat mal für Sie die Sutherland, haben Sie mal gesagt. Das, oder? Ja. Habe ich das falsch gelesen? Was meinen Sie mit Wegweise? Ich habe Sie zitiert, ich habe das nur übernommen, was ich nachgelesen, ja, habe. Nein, die hat nicht Ihren Weg gewiesen. Nein. Aber Sie haben gehört und haben gesagt, das möchte ich vielleicht auch erreichen. Ist das richtig? Oder? Ich habe gewusst, ich konnte nie erreichen, was die Sutherland erreicht hat. Nicht? Ja. Aber sie war eine große, sie hat einen Klang entwickelt, das war ganz besonders. Und sie konnte mit ihrer Stimme machen, was sie wollte. Ja. Ja, Piano, ja, Forte, technische Seite, das war wirklich großartig. Mhm. Und sie ist immer noch eine ganz große Person. Ganz groß. Aber für mich, es gibt zusätzlich Leute wie Leontine Preis. Die Schönheit, der junge Leontine Preis, der Klang ihres Stimmes. Nicht? Ja. Die Interpretationsfähigkeit von einer Seefried oder einem Schwarzkopf. Nicht? Ja. Die Kombination von Spielen und Singen von Christa Ludwig zum, ja, Beispiel, nicht? Ja. Fischer Disco, wie Sie sagten. So schön. Was Sie jetzt sagen, ist das Programm eigentlich von Da Capo. All diese Sänger und Sängerinnen dürfen wir hier als Gast haben und dürfen zeigen, dass doch was von uns bleibt, auch wenn wir nicht mehr sind. Ja, sicher. Ich denke, als gerade die Ljuba Vedic hat hier gesessen und hat temperamentvoll erzählt. Ja. Jetzt ist sie gestorben. Ja. Und wir erinnern uns ihrer. Mhm. Und liebe Frau Grist, nicht Verhältnis zur Presse. Sie haben ja immer gute Presse gehabt. Wer hat das nicht? Nein, nein? Nicht immer gute Presse. Nein? Ich habe auch, sagen wir, nicht komplementäre Presse gehabt. Aber einige Leute haben meine Stimme nicht gemocht oder meine Interpretation nicht gemocht. Aber im Großen und Ganzen war es sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Also nach einer Salzburger habe ich eine Kritik gelesen. Sie ist die Inkarnation der pantherkätzchenhaften, geschmeidigen Koloratursopranistin. Na, was ist das? Nix? Nein, ich sage nicht, das ist, ja, nichts wahr. Was sagen Sie denn schon zu dem Kritiker, der gesagt hat, in der Schallplatte, die Schallplatte gibt Ihre Stimme nicht adäquat wieder. Finden Sie das auch? Als einen Zeitpunkt, ja. Ja. Weil meine Stimme ist ganz, war ganz klar und direkt. Und
Für einige war das ein bisschen zu direkt. Zu direkt, ja. Es gab nicht diese, vielleicht Wärme für einige Geschmäcker. Nicht? Stimmt es eigentlich, dass Sie aus Amerika für eine Aufnahme der Zerbinetta einmal nur rübergeflogen sind, einen aufgenommen und dann wieder weg? Stimmt das? Mein Gott, ja, das war in San Francisco. Ich habe Zerbinetta auf Englisch für Kinder gesungen. Ja. An einem Nachmittag, mein Mann und ich stiegen im Flugzeug, fuhr nach München, aufzunehmen mit Dr. Böhm. Und ich kann Ihnen sagen, das war ganz hart, weil komme ich an und ich musste die Arie machen. Bei Gott, ja. Und das ist nicht leicht. Nicht? Jetzt macht die Regie mir Zeichen, ich soll aufpassen, ich soll nicht zu lang werden. Aber wir reden ja und ich freue mich darüber. Sie haben so lange gelehrt als Professorin bei uns an der Hochschule für Musik, jetzt im Moment nicht sehr mehr. Sehr gerne gelehrt. Ja. Ich unterrichte mehr privat. Jetzt Entschuldigung, zwei. Ja. Was ist das Wichtigste, was Sie den jungen Leuten sagen möchten bei der Ausbildung? Was ist das Wichtigste? Was sollen Sie sich bedenken? Versuchen, so ehrlich zu sein mit sich selber. Und das ist schwer für junge Leute, die wissen das noch nicht. Wer sind sie? Ja. Und dazu zu stehen, was sie meinen, sie müssen sich selber sein und nicht versuchen, ein Pavarotti zu sein oder ein Grist zu sein oder jemand anderes. Nicht? Sie haben schon ihre Vorbilder, aber sie müssen finden, einen Weg, sich selber zu entwickeln. Ich habe von der Innigkeit der Rosenarie gesprochen und Sie haben von Klemperer gesprochen. Das hören und sehen wir jetzt. Die Arie der Susanne, Figaros Hochzeit, The New Philharmonic Orchestra unter Otto Klemperer. Axel Corti hat es inszeniert. Susanne. Vivi in angar darum.
Das war die gesungene Personifikation der Reri Grist, nämlich Charme, Disziplin, Leichtigkeit und Konzentration. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Ich danke, dass ich hier sein konnte.